Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele die Hexe. Ja, und ich spiele mit den Perks Franklins Niedergang, Sackgasse, korrupte Intervention und, das ist nicht gut, trifft deine Wahl. Das ist überhaupt nicht gut, dass ich direkt schon so früh zu Beginn der Runde einen Überlebenden sehe. Nämlich die Mac hier vorne. Ich weiß nicht, wo die lang geht. Ja, hier ist sie nämlich. Okay, vielleicht... Es ist nicht gut, ohne Fallen zu jagen. Was? Ich hatte gedacht, dass sie hier hinter ist, weil die Palette ist halt wirklich überhaupt nicht gut. So. Und du rennst weiter, nehme ich an, ja? Einmal. Perfekt. Ich habe halt nicht viele Fallen gesetzt, aber... Die ich gesetzt habe, die sollten mir helfen. Hoffe ich. Okay, sehr schön. Hier unten ist aber jetzt nichts mehr, hoffe ich. Und ich kick den Hit. Habe ich dich. Okay. Puh, erste Gen durch, aber gut, es ist eine Hexe. Dass ich überhaupt so früh jage, ist eigentlich... Totaler Quatsch, ne? Ich habe auch außerdem zwei Addons dabei. Einmal schnelleres Fallen legen. Und außerdem, dass ich mich aus einer größeren Distanz zu meinen Fallen teleportieren kann. Entweder du gibst mir die Palette. Oder die Taschenlampe. Taschenlampe nehme ich natürlich auch gerne. So, oh, sie haben die Falle trotzdem weggeleuchtet. Wahrscheinlich, ne? Hallo, Vittorio. Habe ich dich? Der wollte seine Leuchte wieder. Also kommt er runter in den Keller. Okay, Keller gegen eine Hexe ist halt nie schön. Vor allem auch so früh zu Rundenbeginn. Tut mir so ein bisschen leid, aber... Ich nehme mit, was ich kriege. So. Falle dahin. Falle auf die Treppe und eine setze ich noch oben hin. Ich sichere jetzt den Keller gut ab, denke ich. Schade. Ich dachte, ich hatte gehofft... Das sah halt so lecker aus. Yep. Einmal. So, die Falle setze ich trotzdem neu hin. Okay. Da wurde gerade gerettet. Hat im Leben, sehr schön. Nee, Ding. Okay. So, hallo Vittorio. Oh. Hab ich dich? Tut mir leid, dass ich halt jetzt wieder auf dich gehe, aber... Du hast halt auch meine Fallen ausgelöst. Das ist halt Hexe, ne? Die nimmt sich die Leute, die die Fallen auslösen. So, hier unten sind sie. Und reparieren. Dort hinten haben wir Fang. So. Sehr gut gemacht. Ich dachte, ich schaff's vielleicht vorher noch. Schöne Blendung. Die ist da noch. Und die Taschenlampe Fang. Okay. Wunderbar. Hallo? Nein. Okay, jetzt ist die über alle Berge. Hab ich dich? So, komm mit. Und dort an den Haken. Okay, Fang hat halt auch noch eine Taschenlampe, das ist gut zu wissen. So, dich habe ich dort abgesichert. Hier oben sichere ich auch noch ab. Hallo, Mac. Einmal. Okay, die Falle lege ich direkt neu. Und hier oben hatte die auch eine ausgelöst, ne?
So. Das Schöne ist, so viele Leute sind gerade verwundet. Da wurde gerettet. Und die haben die Falle zerstört. Weggeleuchtet. Hallo ihr. Hab ich dich. Komm mit. Oh, zum Glück. Hep. Wir haben Feng und Yunjin hier. Da wurde direkt weggeleuchtet. Hab ich dich? So, Palette weg. Hier lege ich eine Falle hin, Feng, das kannst du vergessen. So. Okay. Das sollte hoffentlich jetzt genug sein. Hab ich dich. Und du kommst mit. Okay, ich hoffe, die Taschenlampe stirbt dort hinten. Alle sind wieder gesund. Keiner mehr verwundet. Das ist nicht so gut. So, Falle hin. Okay, und direkt schon mich abgelenkt. Sehr schön gemacht. Sehr, sehr gut habt ihr das gemacht. Hallo, ihr beiden. Oh! Dass der Hit nicht drauf ging, das ist eine Frechheit. Oh, und es kostet mich jetzt. Oh, einmal. Hab ich dich? Ich glaube, Mac ist tot. Du kommst dort in den Haken. Ich bin mir aber nicht sicher. Hep. Ja, wunderbar. Okay, wir haben hier einen Gen, der auf 0 ist. Wir haben dort den Gen, der versperrt ist. Und der dort unten ist auch auf 0. Und wir haben hier noch einen Gen. Okay, das sind 3 Gens, die super nah beieinander sind. Hallo ihr. Okay, du willst mich aus meinem Fallennetz bringen? Ja, komm doch um. Oh, gut gemacht. Da hole ich mir den Hit. So. Okay, und du rennst jetzt nach dort unten weiter. Was? Ja, machst du. Okay. Hab ich dich? Und hier an den Haken. Und hab. So, die Palette hier zerstöre ich hinter mir direkt. Ich glaube, die nervt nur. Oh, der Gen ist weit. Sehr gut. So, gegengetreten. Oh, schön. Hallo, Feng. Diesmal ohne Taschenlampe. Einmal. Schade. Das setze ich neu. Hallo, Vittorio. Einmal. Ja, hau ab. So. Und dort hinten haben wir Feng. Das ist halt bescheiden für Überlebende. Weil die gerade beide in die gleiche Richtung laufen. Und ich dadurch sehr genau weiß, was abgeht. Sie ist tot. Wunderbar. Oh, hallo. Selbstfürsorge.
Die steht noch, okay. Na, wo geht's lang, Vittorio? Ja, Falle? Die wird einfach nicht ausgelöst hier. Hab ich dich? Du bist tot. Keine Opfergabe für die Falltür. Ich setze trotzdem hier drin noch mal eine Falle hin. Okay, huiuiui. Aber ja, ich glaube, bin mir sehr sicher, dass Vittorio tot ist. Auf den bin ich am Anfang, glaube ich, gegangen, weil er Fallen ausgelöst hat. So, ja. Das heißt, nur noch Feng lebt. Feng ist noch gesund. Okay, oh, was für eine Runde. Aber hat Spaß gemacht. Ist immer wieder cool, Hexe zu spielen. So, ich fange mal hier oben an zu suchen. Höre nichts, sehe nichts. Ich meine, wenn die Feng sie findet, meine Güter. Aber wenn... Oh. Okay, wir haben einen Tod da. Und einen Tod dort hinten. Und ich bin halt Hexe und kann halt nicht gut patrouillieren. Ich wollte schon sagen, wenn die aufwachen spielt, könnte das hier sehr schwierig für mich werden. Sie können natürlich auch jetzt beim anderen Tor sein. Aber bei dem anderen Tor habe ich zumindest ein paar Fallen drumherum. Nee, sie ist beim anderen Tor gewesen. Okay. Naja, weißt du halt nicht, ne? Die versteckt sich oder ist sonst wo und sie kann halt bei dem einen Tor oder bei dem anderen Tor sein. Okay. Hui, aber war eine schöne Runde. Ich habe 3 Leute bekommen. Die letzte durchs Tor dann raus. Schöne Runde. So, und das waren meine Überlebenden. 3-mal Sprengfalle! Ich muss zum Glück nur eine fressen. Aber das ist ja richtig gut, dass ich auch Hexe war. Dadurch habe ich halt, also mit Hexe spiele ich meistens so einen passiven Generatoren-Abwehrbild aus Sackgasse und korrupte Invention und trete halt nicht so häufig gegen Generatoren. Ich glaube, die haben einmal zu oft gegen Ausbruch und Ruf der See gespielt und sind damit jetzt vorbereitet in die Runde gegangen. Aber das ist zum Glück nicht so aufgegangen. Zumindest muss ich zum Glück nur eine fressen. Aber war eine spannende Runde. 4-mal Adrenalin, dazu ist es zum Glück nicht gekommen. Die waren echt gut dabei. War eine spannende Runde, ich war genauso dabei. Ja, perktechnisch meine ich jetzt, ne? Also, war eine coole Runde. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis denn, tschüss!